herzlich willkommen und guten Morgen auch von meiner Seite. Und es freut mich sehr, dass ich heute über das Thema, wie aus Forschern erfolgreiche Entrepreneure werden, reden darf. Weil, wie wahrscheinlich viele aus ihrer Erfahrung wissen, Unternehmertum ist nicht alles. Aber auch zum Forschertum gehört noch mehr. Das heißt, Unternehmertum und Forschertum muss Hand in Hand gehen, um Wert zu schaffen. Und deswegen heute das Thema, wie man aus Forschung erfolgreiche Unternehmen machen kann. Und wie man das macht, das haben weder wir erfunden, das hat nicht das ICT erfunden, das hat nicht der Hermann erfunden, sondern für so ein Beispiel muss ich eigentlich gar nicht weit weggehen, sondern es gibt ein Phänomen, das ungefähr eine Flugstunde weit weg ist und das heißt Cambridge Phenomenon. Und ich werde euch jetzt mal kurz erzählen, was denn Cambridge Phenomenon, was das bedeutet. Weil Cambridge ist eigentlich eine ziemlich kleine Stadt, die ist halb so groß wie Graz, die hat ca. 130.000 Einwohner. Und trotzdem gibt es in Cambridge ein Phänomen und das heißt Silicon Fan. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal den Begriff Silicon Fan gehört hat. Silicon Fan ist quasi das britische Pendant zu Silicon Valley. Und der Silicon Fan hat in den letzten Jahren, also in den letzten 20 Jahren, über 1500 Firmen angesiedelt. Mittlerweile ca. 67.000 Mitarbeiter angestellt. Und die Zahl ist ziemlich neu, 16 Firmen, also 16 Unicorns, die mittlerweile eine Unternehmensbewertung von über 1 Milliarde Pfund haben. 2018, also letztes Jahr allein, haben sie ein Investmentfunding von 215,7 Millionen Pfund aufgestellt. Das sind wahnsinnig große Zahlen für so eine kleine Stadt. Und wie hat so eine kleine Stadt es geschafft von nichts, ich meine, es war immer Universitätsstadt, aber wie haben sie geschafft, so viele Firmen herauszubringen, die so viel Wert schaffen? Und es hat in den letzten 3 Jahren ist ein Buch rausgekommen über genau dieses Cambridge-Phänomenon. Und in dem Vorwort von dem Buch erklärt es eigentlich Bill Gates ganz gut. Weil Bill Gates sagt, okay, Cambridge war immer schon ein Leuchtturm, was Bildung, was Forschung angeht. Aber erst als sich die Universität entschlossen hat, Entrepreneurship und Leadership und Innovation zu fördern, war es möglich, auch die Forscher, die, und jetzt muss man sagen, in den 1960er Jahren war die Universität davon nicht überzeugt, dass Forschung und Industrie zusammengehören, sondern das hat erst angefangen, als 1963 der Premierminister, das war damals der Harold Wilson, seine White Heat of Technology Speech gehalten hat. Erst dann hat die Universität sich geöffnet und der Industrie angenähert. Und dann ist es möglich geworden, dass Unternehmen ausgegründet worden sind. Und seitdem, und das ist jetzt 50 Jahre her, sind diese Firmen entstanden. Und wie macht die Universität das jetzt? Also es gibt aber Sachen, die kann man sich ganz gut abschauen. Und die Universität, und das sind ja nicht die einzigen, die in dem ganzen Ökosystem funktionieren muss, sondern die Universität ist ein Teil. Aber die Universität muss ermöglichen, dass Forschung oder dass Forschern der Zugang zu Entrepreneurship zugänglich gemacht wird. Und das heißt, die Universität hat einmal als allererstes, und das ist das Level 1, was man da oben sieht, das Center for Entrepreneurial Learning installiert. Das Center for Entrepreneurial Learning bringt Forschern aus egal welcher Sparte, das geht von Physik über Geisteswissenschaften bis zu Hochtechnologie, egal wer darf bei den Entrepreneurship-Kursen teilnehmen. Die haben natürlich nicht mit 1000 Studenten angefangen, weil vor 50 Jahren hat sich auch noch kein Forscher dafür interessiert, sondern da sind dann 3 Leute beim Enterprise Tuesday mit einem Entrepreneur, der schon gegründet hat, erfolgreich drin gesessen und haben darüber diskutiert, wie er das gemacht hat. Mittlerweile finden sie gar keine Halle mehr, die groß genug ist, damit alle Forscher da reinkommen, um den Entrepreneuren zuzuhören. Das heißt, es hat auch seine Zeit gebraucht, sich zu entwickeln. Aber die machen das jetzt halt einfach schon 30 Jahre. Was auch noch wichtig ist, ist, dass sie Forschern direkt an der Universität Arbeitsplätze und Netzwerk zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, man musste gar nicht weit gehen. Man hat da schon neben sich den Professor gehabt, der auch schon gegründet hat. Man ist rausgegangen, dann war man beim nächsten Unternehmen, das einem weiterhelfen kann. Und man hat seine Kollegen aus dem Studium neben sich gehabt, die vielleicht mitgründen wollen. Das heißt, wenn man sein Team einmal gefunden hat oder seine erste Idee schon weiß und 1 bis 2 Teammitglieder hat, dann musste man raus aus der Universität. Das war dann das Level 2. Aber das musste immer nur fußläufig zur Universität sein, weil, und das ist eigentlich das Wichtigste, es ist immer das Netzwerk. Das heißt, ich will nicht weit weg von meinem Professor, weil ich muss mich ja austauschen. Ich will ja wissen, was für Entwicklungen es gibt.
Und dafür ist dann das Hauser Forum installiert worden, 2008. Da ist angesiedelt Cambridge Network, Cambridge Enterprise, Ideaspace und so weiter und so fort. Und das sind alles Player in dem Ökosystem, die einem helfen, seine Idee auszugründen. Also die sind nur dafür da. Cambridge Enterprise macht nichts anderes, wie Spin-off-Ideen zu fördern. Ideaspace ist nur da, um die Forscher aus der University of Cambridge zu fördern und die in die große Welt rauszubringen. Beim Ideaspace kann ich mit bis zu 5 bis 10 Leuten sitzen mit meinem Team, dann muss ich da auch wieder raus. Und da kommt dann die nächste Stufe. Und das ist das, was, da hat auch 1970 die erste Firma angefangen, die eigentlich als Start des ganzen Phänomenons angesehen wird. Und das ist Cambridge Consultants. Die kennt man eigentlich nicht. Aber das waren die ersten Forscher, die sich gedacht haben, sie machen eh schon Auftragsforschung, dann kann ich das auch Spin-out machen und weg von der Universität und kann es dort machen. Neben denen ist dann Acorn, Arm, Cambridge Silicon Radio, die haben sich alle in dem Technologiepark angesiedelt. Und das ist für Unternehmen, die dann wirklich eine Größe zwischen 50 und 100 Mitarbeiter haben. Und das Praktische ist, wenn ich da auch wieder mein Netzwerk habe, wenn ich neben CSR und ARM aufwachse und dort mein Unternehmen gründe, dann habe ich auch da gleich die Leute, die mir Talente in mein Startup rüberbringen, die vielleicht, wo Talente von meinem Startup in ihr Unternehmen gehen, und da ist ein reger Austausch. Und so haben sie angefangen, das ganze Ökosystem aufzubauen. Und wie in jedem Netz, also wie in jedem Ökosystem, sind eigentlich die wichtigsten Elemente die Personen. Und diese Folie muss man nicht lesen können. Also Cambridge Studies tendieren dazu, dass man die Folien dann einfach nicht mehr lesen kann. Aber was das Wichtigste ist dran, ist, es gibt einfach unglaublich viele Leute, die beigetragen haben, das Ökosystem die letzten 30 Jahre aufzubauen. Und jetzt hebe ich nur 4 hervor. Und das ist einmal der Hermann, der damals mit Acorn, das war einer der größten und schnellst wachsenden Unternehmen damals in Cambridge, sei Spinout gegründet hat danach, das ist ARM. ARM sind die kleinen Mikrochips, die überall in jedem Smartphone drin sind. Also ich glaube, sie haben mindestens 20 davon in ihrer Tasche. Mit dem Geld, das er mit ARM und Acorn gemacht hat, hat er dann Amadeus Capital, das ist ein Venture-Fonds, gegründet. Dann Cambridge Network und auch das Network zwischen Corporates und Startups zu fördern. Und das ist nur ein Auszug aus den Sachen, die er gemacht hat. Genauso sein Kollege Andy Hopper, mit dem hat er studiert, der hat dann Virata, RealVNC, IPV gegründet, ist immer nur am Cambridge Computer Science Lab, hat pro Jahr über 160 Spin-Outs und Patente, die er ausbindet. Alex von Sumer, das war tatsächlich der erste Praktikant von Hermann, der hat mit 14 angefangen, sich selber Coden beizubringen und hat dann bei Acorn angefangen zu arbeiten, selber dann Spin-Outs gegründet, wieder zurück ins Ökosystem neu gegründet. Und David Cleveley ist also Urgestein aus dem ganzen Ding. David, da war dann die Folie zu klein, dass ich aufschreibe, was er alles macht. Aber das war auch so ein Serial Entrepreneur, der hat 15 Mal gegründet, Firmen verkauft, wieder zurückgegangen, wieder neu gegründet. Und was das Wichtigste, also aus der ganzen Essenz ist, egal was die gemacht haben, sie sind immer wieder zurückgegangen ins Ökosystem, sie haben es immer wieder zurückgegeben. Und damit man das ein bisschen veranschaulichen kann, und Sie werden es gleich sehen, die nächste Folie werden Sie auch nicht lesen können, die schaut nämlich so aus. Das Einzige, was wichtig ist, ist, der dunkelgraue Strich da unten ist die University of Cambridge. Das heißt, das sind alles Spin-Outs, angefangen mit Acorn, die aus Acorn und der University of Cambridge entstanden sind. Und das ist nur ein kleiner Teil davon. Und was noch viel wichtiger ist, und das ist auf der nächsten Folie, ist die ganzen Personen, die dabei sind. Also das muss man jetzt wirklich nicht mehr wissen. Das Einzige, was da interessant ist, ist, alle die Personen haben bei Acorn angefangen. Das sind alles Acorn-Alumnis, die bei Acorn gearbeitet haben, dann rausgegangen sind, eigene Startups gegründet haben, wieder zurückgegangen sind, neue Startups gegründet haben, Serial Entrepreneurs geworden sind und das ganze Ökosystem gefördert haben. Das heißt, es ist ein Riesenpool entstanden aus Leuten, die nie, es hat der University of Cambridge nicht geschadet, dass die Leute ein Spin-Out gemacht haben, sondern was sie gemacht haben, ist immer neue Talente gefördert, immer neue Leute dazugeholt haben. Und was dann auch noch ganz interessant ist, klar, wenn ich die Leute kenne, mit denen ich gearbeitet habe, wenn ich weiß, die sind gut, dann finanziere ich die auch im nächsten Schritt, wenn ich Geld habe und als Venture Capitalist auftrete. Das heißt, viele von den Startups, die man da oben sieht, sind auch von Amadeus Capital und vom Hermann direkt finanziert worden. Also zusammenfassend, was braucht es denn für ein großes oder für ein gutes Ökosystem? Man braucht Talent. Und das Talent findet man in Universitäten. Das sind großartige Forscher, das sind großartige PhDs, Postdocs, Masterstudenten, die Forschung betreiben, die das weiterbringen.
Man braucht aber auch Leute aus dem Netzwerk. Man braucht Serial Entrepreneurs, die immer wieder zurückkommen und ihr Know-how zurückgeben an die Leute. Sonst funktioniert es nicht. Weil wenn ich Forscher bin und ich habe das noch nie gemacht, wie soll ich denn wissen, wie ich ein Unternehmen gründe? Was komme ich überhaupt drauf, dass ich ein Unternehmen gründen will? Dafür brauche ich Leute, die mir das als Role Models vorleben. Auf der anderen Seite brauche ich ja Geld, weil das Ganze kostet immer Geld. Also brauche ich Business Angels. Und ich brauche Business Angels, die selber das schon mal gemacht haben, weil die verstehen nämlich meine Probleme. Weil als Forscher agiere ich anders, wie wenn ich eine App programmiere, die jetzt sofort als Software as a Service oder was auch immer auf den Markt kommen muss. Da brauche ich Entwicklung, da brauche ich ein bisschen Zeit, da brauche ich bei Life Science brauche ich einen langen Atem. Und dafür brauche ich Business Angels, die das mittragen können. Dafür brauche ich öffentlich geförderte Early Stage Venture Fonds, wie zum Beispiel Cambridge Enterprise. Dafür brauche ich Seed Fonds. Dafür brauche ich dann im späteren Zug auch Series A, B, C Fonds. Das fehlt jetzt noch ein bisschen in Österreich, aber wir starten. Und was ganz wichtig ist, und den Aspekt vergisst man vielleicht ab und zu, Corporates spielen eine immens wichtige Rolle, wenn es um das ganze Ökosystem geht. Weil Corporates erstens einmal den Marktzugang haben und zweitens, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, sie sind attraktiv für Talent. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, ich bin im Silicon Valley, ich bin Software Developer, ich habe dort mein Leben aufgebaut und dann kriege ich ein Angebot aus einer kleinen Stadt in England. Warum soll ich denn da hingehen? Was ist denn da? Ich kenne das nicht, oder mittlerweile kenne ich es, aber damals habe ich es nie gekannt. Wieso soll ich da hin? Was ist, wenn das Startup, das mir das angeboten hat, bankrott geht im nächsten halben Jahr? Dann habe ich meine ganze Familie aus Amerika nach UK gezogen. Jetzt mit Brexit ist sowieso ein bisschen ein Problem. Aber was tue ich denn dann dort? Dann kann ich wieder zurückziehen. Aber ich muss gar nicht zurückziehen, weil wenn das Startup nicht funktioniert, dann habe ich 1500 andere Firmen, wo ich arbeiten anfangen kann. Ich habe große Corporates, ich habe andere Startups, die interessant sind. Das heißt, wenn ich dort eh schon bin, dann finde ich auf alle Fälle einen Job, wenn ich gut bin. Und da hilft es natürlich auch, dass Cambridge geschafft hat, eine Infrastruktur zu schaffen, dass das Wohnen immer noch leistbar ist. Dass ich das extrem gut erreichen kann und dass es mir auch Spaß macht, dort zu wohnen, weil die Umgebung einfach nett ist. Und das sind also Zutaten, um ein gutes Ökosystem zu schaffen. Die alle braucht es. Okay, jetzt haben wir viel über das Ökosystem geredet in Cambridge. Und jetzt würde ich auch gerne ein Startup vorstellen. Das ist gerade mal 2 Jahre alt. Das heißt Prowler.io. Prowler ist eine AI-Plattform for decision-making in a complex, dynamic and uncertain world. Was heißt das? Überall, wo ich irgendwo Entscheidungen treffen muss und Daten dahinter habe, kann ich Prowler verwenden. Das kann von der Arzneimittelherstellung bis hin zur Finanzierung, also wenn ich einen großen Fonds habe, wie investiere ich in das Ganze, wie plane ich meine Logistik, wie kann ich das effizient machen, Energy Markets, Smart Cities, ich meine, die ganzen Themen kennen Sie ja, aber wie triff ich da gute Entscheidungen? Um AI zu machen, und zwar richtig AI, und zwar nicht nur schlauer Hans AI, brauche ich gute Artificial Intelligence und Machine Learning Experten. Wie kriege ich die her? Wie hat es Prowler geschafft, zwei Jahre altes Unternehmen, 100 AI und ML Experten aus 27 Ländern mit der Hälfte PhDs nach Cambridge zu kriegen? Das kriege ich nur, wenn ich weiß, wenn ich dorthin gehe und Prowler nichts wird, dann gehe ich zu Graphcore, dann gehe ich zu Improbable, dann gehe ich zu irgendeinem Corporate, das dort ist. Und natürlich hilft es auch, wenn der CEO von dem Ganzen schon 5-mal einen Exit Cup hat, der 500 Millionen oder 1 Milliarde gemacht hat, weil dann vertraue ich dem auch. Der ist immer wieder zurückgekommen und hat das nächste Unternehmen gegründet. Und was auch hilft, ist, wenn das Ganze dann eine Reputation erzielt und 4 NIPS-Paper publiziert und damit die 6. hinter Google, Microsoft, IBM, Intel und Facebook sind. So, wie kriege ich denn jetzt so ein Startup nach Österreich? Oder wie schaut es denn bei uns aus? Das klingt nämlich alles so faszinierend in Cambridge. Wie haben denn die das gemacht? Das ist alles so toll und das können wir in Österreich gar nicht einmal jemals so erreichen. Aber wie gerade beschrieben, haben die auch alle erst angefangen. Und in Österreich schaut es im Moment folgendermaßen aus. Das ist eine Karte von 2013.
Da war der größte Bereich nur Media Print und Media Online. Da hast du nicht so viele Events gegeben, da hast du nicht so viel Geld gegeben. Und wenn man jetzt ein bisschen vorspult, 4 Jahre, dann hat das Grazer Ökosystem fast schon gleich viel. Das heißt, wir wachsen und wir wachsen schnell. Und man muss sagen, und da war der Hermann auch überrascht, wo wir vor 4 Jahren angefangen haben in Österreich, wie offen Universitäten gegenüber Spin-Out sind. So hat er das vor 30 Jahren nämlich nicht in Cambridge kennengelernt. Die waren da komplett dagegen. Und es wird viel gemacht im Thema Entrepreneurship in Österreich. Also wir sind am Anfang, das funktioniert. Jetzt müssen wir das Ökosystem nur, jetzt hat es angefangen, jetzt hat es einen Hype gegeben und jetzt muss das Ganze nur ernsthaft werden und in Unternehmen übersetzt werden. Weil es sind immer nur erst 12% der österreichischen Startups Spin-Outs aus Forschungsinstituten und Universitäten. 2 davon würde ich jetzt kennen, wahrscheinlich werden 1, 2 von euch die schon kennen, 2 davon hebe ich jetzt nur kurz raus. Und das ist einmal MySugar. MySugar ist an der mit einem der 4 Gründer ist von der TU Wien, ist ein Diabetes-Management-System, hat 2012 gegründet, hat jetzt mittlerweile über 120 Mitarbeiter in Wien und in San Francisco und hat 2017 einen Exit an Roche gemacht. Die sind in den Medien noch ein bisschen mehr aufgetaucht als die nächsten, nämlich U-Sound. U-Sound, die kommen eher aus Graz, sind die kleinsten Lautsprecher der Welt. Die haben 2014 gegründet. Die haben mittlerweile über 150 Patentanmeldungen. Solche Unicorns, also noch keine Unicorns, aber vielleicht Unicorns, genauso wie wir da eins sitzen haben, das ganz gut funktioniert hat, was wir dann später hören werden. Sowas braucht Österreich und wir haben viele Hidden Champions, aber die müssen wir gemeinsam fördern. Und um sowas gemeinsam zu fördern, haben wir eben vor 4 Jahren, und jetzt komme ich kurz darauf zu sprechen, was wir eigentlich machen. Vielen Dank übrigens für die Beschreibung. Das ist eh ganz nett, einmal das zusammengefasst zu hören, weil es wird immer gefragt, was macht denn das ICT überhaupt? Also in einem Satz ist es nicht so ganz leicht zu beschreiben, aber wir haben es einmal probiert und das heißt, we invest in successful entrepreneurs. Smart money, know-how, network. Das klingt jetzt wie jeder andere Satz, den man in dem ganzen Ökosystem hört. Warum wir wissen, dass wir das also was wir da versprechen, auch halten können, ist Wim Hermann. Man hat ihn jetzt schon ein paar Mal gehört. Hermann ist Deep Tech Investor aus Cambridge, hat mittlerweile über 100 Investments. Also das, was wir machen, ist eigentlich die kleine Version von dem, was er in Cambridge seit 30 Jahren macht. Er ist der Initiator von Catapult Centers. Catapult Centers sind die Centers, die er direkt an Forschungsinstitutionen und an Universitäten installiert hat, um Forschung kommerzialisierbar zu machen, gemeinsam mit der Industrie. Und er hat eben 2008 den Bau des Hauser Forums, der Universität von Cambridge, gesponsert. Und wenn man jetzt denkt, wenn man einer Universität ein Haus zahlt, dann ist die dankbar. Er hat aber nicht 2008 angefangen, der Universität das Haus zur Verfügung zu stellen, sondern er hat 1992 angefangen mit der Idee und wollte ihnen sagen, er baut ihnen das jetzt hin und sie wollten es nicht haben. Also es hat auch ein bisschen gedauert. Was macht das ICT? Also wir machen eigentlich, beschäftigen uns mit 2 Bereichen. Wir haben einmal das Investment, das ist natürlich vom Hermann ausgehend, in Deep Tech Unternehmen. Wir investieren in einer sehr Early Stage, also wirklich ziemlich früh, Pre-Seed, Seed Stage. Da haben wir mittlerweile über 20 Investments seit 2016, über 7 Millionen investiert. Das ist ziemlich viel für einen Business Angel allein. Und auf der anderen Seite machen wir Startup Education. Und zwar für verschiedene Stages. Und für ganz early, also wirklich, ich habe Idee, ich habe ein Forschungsprojekt, wie kommerzialisiere ich das eigentlich, das machen wir in unserer Summer School. Und über die erzähle ich dann noch ganz kurz was. Wir haben aber auch Programme für Scale-Ups, also Unternehmen, die schon ein bisschen größer sind, die jetzt Wachstumschallenges haben. Also wie komme ich dann, wenn ich meine ersten Kunden habe, wie wachse ich dann bis zu einer Firmengröße von 50 bis zu 100 Mitarbeitern und so weiter und so fort. Und wie stelle ich den Funding für das Ganze auf? Und das machen wir gemeinsam mit unserer Partnerfirma, die Austrian Angels Investors Association, die den schwierigsten Namen in der ganzen Startup-Ökosystem-Szene hat, machen wir Business Angel-Ausbildung bei der Investors Academy. Das heißt auch, dass das Geld, so wie es in Cambridge ist, von Business Angels kommt, die wissen, wie sie in Startups investieren müssen, ohne dass sie nach 2 Sekunden gleich killen. Die Summer School. Das beschreibe ich jetzt ganz kurz, ist wie gesagt für Forscher aus dem Technologie- und Wissenschaftsbereich für sehr Early Stage.
Das ganze Programm haben nicht wir erfunden, müssen wir auch nicht, weil das funktioniert seit 15 Jahren in Cambridge. Das ist an dem Center for Entrepreneurial Learning entwickelt worden und wir haben vor 5 Jahren die Programmdirektorin und den Gründer des Center for Entrepreneurial Learning nach Tirol geholt und gesagt, okay, wir wollen jetzt eine Summer School machen. Das hat da ganz gut funktioniert. Mittlerweile machen wir das jetzt zum 5. Mal heuer. Und was in der Summer School passiert ist, wir wollen Forscher nur also ermutigen und ihnen aufzeigen, wie denn die nächsten Schritte sind, wenn sie ausgründen wollen. Das heißt, wie muss ich meine Finanzierung aufstellen? Wie muss ich mein Team planen? Wie muss ich mit meinem Markt reden? Was ist denn überhaupt mein Markt? Wie rede ich denn mit Corporates? Wie rede ich denn mit Investoren? Und wie wende ich das Ganze auf meine Idee dann an? Und das ist ein 6-Tage-Intensivprogramm. Also die kommen auch alle mit rauchenden Köpfen raus. Aber was das Wichtigste eigentlich an dem ganzen Programm ist, ist das ganze Netzwerk. Das heißt, wir haben Serial Entrepreneurs, wir haben VCs, wir haben Business Angels, wir haben Experten aus verschiedenen Bereichen, die das unterrichten. Das heißt, es ist keine Lehrveranstaltung, sondern es sind alles Best-Practice-Beispiele und Experience. Du lernst es von Leuten, die das schon 100-mal gemacht haben. Genauso wie sie es in Cambridge gemacht haben. Und eins der Startups, das damals aus 2017 aus der Summer School rausgekommen ist, das stelle ich euch jetzt ganz kurz vor, das ist Sensorligent. Also Sensorligent, und den Satz muss ich jetzt vorlesen, entwickelt digitale Zwillinge zur Prozessoptimierung und AR-VR-Anwendungen im Industriebereich. Heißt nichts anderes wie, ich habe einen Industriebetrieb, ich habe irgendeine Produktionsanlage und ich baue die digital nach. Sensorligent war 2017 in der Summer School, hat 2018 gegründet, mittlerweile 25 Mitarbeiter, einen Umsatz von circa 1 Million und 4 weitere Produkte im Portfolio. Das klingt ziemlich beeindruckend. Und noch beeindruckender, weil man weiß, wie der Forscher in die Summer School gegangen ist. Das war ein Forscher, der einfach, er hat nicht gewusst, wie er das machen. Er hat gewusst, er will irgendwas machen, aber wie er das anfangen soll, das weiß er nicht. Er war am Anfang von der Summer School war das, was tue ich denn damit? Okay, jetzt gehe ich da halt einmal hin, weil sie haben gesagt, das ist ganz okay, das kann ich mir mal anschauen. Und er ist extrem gut auf seinem Gebiet gewesen, aber jetzt Business-Seite war es noch ein bisschen schwierig. Aber was passiert ist in der Woche, ist, dass er nach der Woche rausgegangen ist und gesagt hat, okay, ich gründe das jetzt und ich kann das und ich will das und mein Unternehmen wird groß und dann verkaufe ich das und habe einen Riesenwert geschaffen. Und das hat er, also wir haben das total toll gefunden, aber wir haben ja nicht gewusst, also das ist nett, wir glauben es dann mal, aber jetzt schauen wir mal. Und was er dann gemacht hat, ist zurückgegangen, hat sein Unternehmen gegründet, 25 Mitarbeiter aufgebaut in 2 Jahren und ein Umsatz von 1 Million. Und solche Best-Practice-Beispiele, die freuen uns natürlich, weil dann wissen wir, das hat dann Sinn und er kann es wieder zurückgeben. Und er kommt auch jedes Jahr wieder zur Summer School und unterrichtet den nächsten Alumni. Und das ist einfach toll zum Sehen. Jetzt muss man aber wissen, dass ein Startup natürlich ein bisschen anders tickt wie ein Forschungsbetrieb. Und ein typisches Startup in der Anfangsphase, ich meine, okay, in der Forschung muss ich auch Drittelmittel kriegen und das ist nicht einfach, aber ein Startup hat meistens keine Universität und keinen kapitalstarken Partner im Hintergrund. Das heißt, es hat kaum Geld. Das heißt, es hat kaum Runway. Und Runway heißt, bis wie lang kann ich denn noch tun, bis ich an die Wand fahre und das Ganze zumachen muss. Es hat meistens viel Know-how im technischen Bereich, wenn es aus der Forschung kommt, aber nicht so viel Erfahrung im unternehmerischen Umfeld. Und es hat ein sehr kleines Team und meistens nicht wahnsinnig viel Kunden- und Marktwissen. Die Grafik auf der linken Seite habe ich nur deswegen drauf getan, weil es ganz witzig ist zu sehen, mit wie viel Geld eigentlich die großen Firmen damals angefangen haben. Und das Wenigste, was ich gefunden habe, war Hewlett-Packard mit 538 Pfund oder Dollar. Acron hat damals mit 500 Dollar angefangen und innerhalb von zwei bis drei Jahren sind sie über 1 Million wert gewesen. So, wenn ich ein Startup bin und kein Geld habe, was muss ich dann machen? Ich muss schnell entwickeln und möglichst so entwickeln, dass ich nicht wahnsinnig viel Geld am Anfang verbrenne. Das heißt, da gibt es das haben Sie sich auch schon oft gehört, MVP, das Minimum Viable Product. Und das MVP, und das darf man am Anfang nicht verwechseln mit, ich baue mal, und das zeigt die Grafik eh ganz schön, wenn ich Auto bauen will, fange ich mit dem Reifen an, sondern ich muss den Zweck für den Kunden vom ersten Produkt an erfüllen. Das heißt, ich muss am Anfang schon, und das ist ja der Zweck von einem Auto, ich will von A nach B kommen, das heißt, ich will aber beim MVP von A nach B kommen. Ich komme noch nicht so gut von A nach B wie mit einem Auto, aber ich komme auch mit einem Skateboard von A nach B.
Und es gibt die Aussage, dass wenn ich nicht von meinem ersten MBB extrem peinlich berührt bin, dann habe ich zu lange entwickelt. Das heißt, wenn ich mit dem Motorrad schon rausgehe, dann habe ich extrem viel Geld verbrannt. Dann weiß ich aber gar nicht, ob der Markt das Motorrad überhaupt haben will. Das heißt, ich fange mit dem Skateboard an. Und wie ich das mache, wie ich dann nachmesse, ob ich das Ganze, ob das überhaupt der Markt haben will, das mache ich eigentlich mit der Lean Startup Methode. Das heißt nichts anderes wie, ich baue das MVP, ich schicke es raus in die Welt und dann messe ich, was zurückkommt. Gefällt es den Leuten? Brauchen sie es? Würden sie es kaufen oder nicht? Und die ganzen Sachen, die ich da gelernt habe, die lasse ich in meinen nächsten MVP wieder einfließen. Dann brauche ich natürlich die richtigen Teammitglieder. Und warum das so immens wichtig ist, sage ich dann danach nochmal kurz. Und dann muss ich die Teammitglieder natürlich so einen Anreiz bieten, dass die auch da bleiben. Weil was ich ihnen nicht zahlen kann, ist das gleiche Gehalt wie ein Corporate. Ich kann ihnen nicht 150.000 Euro im Jahr zahlen. Aber was ich machen kann, ist, ich kann sie an der Vision teilhaben lassen, die ich baue. Als CEO von einem Startup ist es meine Aufgabe, die Leute, und das ist nicht nur ein Investor oder sonst irgendwas, sondern auch meine ganzen Teammitglieder, so davon zu überzeugen, dass sie mit mir gemeinsam die Vision tragen. Und dann komme ich ja schon zum nächsten Punkt, ich muss die richtige Finanzierung aufstellen, weil auch wenn ich kein Geld habe, irgendwann muss ich irgendwelche Leute zahlen. Und es muss gar nicht sein, dass ein Investor immer die richtige Entscheidung ist am Anfang. Weil ein Investor, der will nämlich das, was einem Startup am heiligsten ist, und das sind seine Anteile. Auch wir. Also muss ich ja ganz ehrlich sagen, natürlich wollen wir Anteile, weil wir wollen an dem ganzen Erfolg teilhaben. Das heißt, ich muss mir überlegen, ab wann hole ich mir denn einen Investor rein? Wann macht es nur Sinn, das über Förderungen zu machen? Und wann macht es Sinn, wirklich einen Investor ins Boot zu holen? Und was muss der Investor auch können? Muss der Netzwerk haben, das man braucht? Muss er Strategieberatung mitmachen? Was hat er das schon 100-mal gemacht und was, wie die Branche läuft? Das muss man sich alles überlegen. Und wenn ich mich dann entschließe, einen Investor ins Boot zu lassen, dann muss ich auch wissen, wieso ein Investor denn tickt. Und wir, also ich kann jetzt einmal von uns sprechen, wir schauen eigentlich immer auf die gleichen drei Sachen. Und das ist immer das Team als allererstes. Dann Markt, dann erst Technologie. Das heißt, wenn ich eine Präsentation aufbaue als Startup für einen Investor, und das sind jetzt wir, dann will ich am Anfang nicht bis ins kleinste Detail wissen, wie die Technologie funktioniert. Das will ich dann wissen, wenn es mich schon interessiert. Wenn es mich nach 5 Minuten immer noch interessiert, dann will ich wissen, wie die Technologie funktioniert. Aber ich will wissen, wer ist denn das da in der Firma? Und das Ganze, also das hat der Hermann halt in den letzten 30 Jahren auch aufgrund seiner ganzen Investments rausgefunden, ist, dass er A-Team immer, also A-Team mit C-Technology outperformed immer ein C-Team mit der A-Technology. Das heißt, wenn ich einen Star in der Firma habe, und das kann der Technologieexperte sein, das kann der Visionär sein, das kann aber auch der sein, der das Ganze operativ aufbaut. Ich brauche jemanden, dem ich das Ganze glaube. Und wenn ich den Star in der Firma habe, dann rekrutiere ich auch andere Stars. Das mache ich nicht, wenn ich dem die Vision nicht glaube, aber vielleicht die Technologie gut finde. Weil die Technologie, die muss sowieso passen. Also die Technologie muss umsetzbar sein. Ich muss mir einen Wettbewerb anschauen. Wie weit sind denn die? Was entwickeln denn die? Wenn ich im AR-Bereich an einem Teil von einer Brille arbeite, dann muss ich wissen, was machen die Großen? Wo sind da die Patente? Aber das ist Hausarbeit. Aber den Star in der Firma zu haben, die Persönlichkeit in der Firma zu haben, die das Ganze dann tragt, das ist eigentlich das Essentielle. Und es ist, sagen wir mal, zum großen Teil meistens der die Idee gehabt hat, nicht immer. Dann schauen wir natürlich den Markt an, also ist der groß genug? Will es überhaupt jemand kaufen? Weiß irgendjemand in der ganzen Company, wie ich denn auf den Markt gehe? Weiß jemand, wie meine Kunden ticken, wie lang so ein Sales Cycle ist und so weiter und so fort. Und das sind nur so ein paar Fragen. Jetzt habe ich viel über Ökosystem geredet, viel über, wie baue ich denn ein Startup, was mache ich denn, wenn ich als Forscher jetzt eine Idee habe und wo ich hingehe. Und was ich eigentlich erreichen will, ist, mit der ganzen Rede, die ich da jetzt gehalten habe, ist ein bisschen den Entrepreneurial Spirit zu euch zu tragen. Das heißt, wenn jetzt unter Ihnen Leute sind und Forscher, die sich denken, okay, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, ich will jetzt Zugang ins Ökosystem geben, ich will jetzt rausgehen und mit meiner Forschung die
mehreren Leuten zugänglich machen. Dann würde es mich natürlich freuen, wenn der Herr Dr. Priwil bei der nächsten Veranstaltung nicht eine Folie mit seinen Spin-offs hat von der JR, sondern mindestens drei. Und damit bedanke ich mich. Dankeschön. Your Name Research, the innovation company.